Hallo zu einer weiteren Folge. Karachoral Team Dings da, ne? Die letzten Etappen der. Na, hier. Ciclista a Mallorca, die dritte. Ne, die dritte haben wir veranstaltet. Die vierte. Die ist mir leider verloren gegangen. Schade. Genauso wie die weiteren Etappen des Herald Sun Race, ebenfalls die vierte und die fünfte. Und bei der fünften haben wir ganz gut abgeschnitten. Ich habe es nicht selber gespielt. Allerdings, schön wäre es. So, dann schauen wir nochmal in die Gesamtwertungen rein. Das Herald Sun Race gewinnt Ronatheim, Castroviejo, Fabio Flinio, Ulissi, Bening, Baklan, Kyrilenka, Power, Klaus-Kaufmann-Matschak. Wir wären 14. 16. Jonathan Astra mit 49 Sekunden Abstand und Tennessee mit 53. Ja, der Rest kommen dann halt. Und bei Ciclista Mallorca bleibt Mikel Landa, Tim Pellens, David Formolo, Michael Woods, Keane Bowman, TJ van Garderen, Alexander Moritz und Mikel Nieve. Mit 17 Jahren nach seinem Sturz hat er jetzt keine großartige Zeit mehr gut fahren können. So, dann gehen wir mal zur Vuelta a Valencia. Ich habe es ja also eingestellt. Wir haben nicht unseren besten Zeitfahrer dabei. Aber können wir jetzt. Also, ihr könnt es auch ändern, würde ich aber nicht machen. Ne? Es geht von Briefing, ja, passt alles. Also, die Favoriten: das Team EF Education First, die Koenigs, der Team Katusha Alpecin, die es hier noch gibt. Wir spielen ja 2019, Default halt, ne? Israel Cycling Academy, Bahrain-Merida, die. Ich würde sagen, Redemade, die ja da noch Zweite sind. Burhans Gro, Movistar, Damage Data, Cofidis, Solus Credits, Alger, Isère La Mondiale und Lotto Soudal. Und wir gehen mal auf 3D-Rennen. Ja, ich sehe das ein bisschen. Ich hoffe, es geht schneller wie beim letzten Mal. Aber das passt schon. Da denke ich. Wie man auch generell auch Sprints bei Mannschaftszeitfahren. Alles klar. Ja, hier sehen wir nochmal die. Also sind schon große Namen dabei. Vincenzo Nibali, Formolo, ja, Pollitt, Gilbert, auch vor allen Dingen Bob Jungels, der Junki heißt, haben wir Rechte leider nicht. Toni Martin für Jumbo Visma, Tim Wellens. Total jetzt hier Giulio Martin ist halt richtig lustig. Es gibt mehrere Martins einmal und immer werden sie anders ausgesprochen. Giulio Martin, Toni Martin, Ben Martin. Drei verschiedene Martins auf Weltklasseniveau und alle werden sie anders ausgesprochen. Und dann sind wir jetzt im Rennen, die eine Minute. Die habt ihr bestimmt alle ausgehalten. Wir sind, glaube ich, auch gleich die erste Mannschaft, die startet. Genau. Gucken, alles eingeschaltet. Ja, bei der Pause. So, Paldia. Zeitverwert ist jetzt nicht so Bombe, gehen wir ein bisschen runter. Aber alle erstmal wieder volle Kraft. Weil da habe ich so meine Erfahrung, also vom Banner verdeckt, Alter, mitgemacht, dass das so die beste Möglichkeit ist bei dir. Ja, nochmal 5 Sekunden. Dominguez Chalves, von dem ich eigentlich dachte, dass er ein guter Zeitfahrer ist. Chenechi macht 10 Sekunden. Molina, auch ein schlechter Zeitfahrer. Malocelli, ja, besser, aber dennoch schlecht. Istari, auch mal 3 Sekunden, na komm.
2 Sekunden. Serrano. Mach mal 5 Sekunden. Die Partie alle auf 99%. Ja, Kapitän wird Partie sein. Vielleicht für eine Etappe mal Chanechi, aber ich denke bei den Bergetappen, die dann ja noch Ereignisse sind, oder? Sieht man das nicht schade, weil es keine Ergebnisse mehr gibt. Ja, also, und man kann sich beim Zeitfahren immer sehr schön die Teams anschauen. So, Total Direct Energy mit Talc, Nicolo, glaube ich, heißt der Bonifazio, der Sprinter, Cordis, Robert, Vienor, Blancard, Adrien Petit, ja, dann Tyler Finney für Education First, die Top-Favoriten, Sepp van Marke, Alberto Bettiol, Scully, Matti Bresche, auch ein Sprinter, denke ich, da Daniel Kangert, der Erste, hier und TJ van Garderen, auch ein guter Zeitfahrer und auch am Berg noch ganz gut. Israel Cycling Academy, Dong Jensen, Matthias Brendle, der Zeitfahrer der Mannschaft hier, Ruben Blaser kann auch, warte, hier Ruben Blaser kann ebenfalls Hügelberg Zeitfahren, TC, Van Minden, dann Chimunay, der ein Sprinter, Avila, auch ein Sprinter, wechselt ja jetzt in Real Life zu Burgos BA, BAC. So, erstmal gucken, hier haben wir schon die erste Zwischenzeit geknackt. Wir sind vor Total Direct Energy, das ist ja auch mal was Gutes. So, dann, wie heißen sie? Warte kurz, stopp. Cycling Club Taviria mit Miquel, den kennen wir glaube ich schon. Fernandez, Garokiev, Mentingil, Roberio, Mondes, Nekenti, kenne ich jetzt keine von, dann natürlich Vincenzo Nibali für Bahrain, Merida, Jan Tratnik, Matej Mohorovic, Domjan Novak, glaube ich, dann Pipanik, Garcia Cortina, Heinrich Hausler, ja, eine gute Mannschaft, nicht das Beste, was sie zu bieten haben, aber eine gute Mannschaft. So, jetzt kommen wir auf den Ziel zu. Dir, fuck. Fuck, 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 fuck. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir sind erstmal hier erster, jetzt aber bei dir. Beide platt. Sie verlieren richtig Zeit. Die verlieren richtig Zeit. So, jetzt erstmal Total Direct Energy. Konnten uns an 8 Sekunden aber und jetzt sind es schon Education First. 1:47 vor uns. So, machen wir weiter. Gofides, Mainstains, Torisse, Marte, Herrada, Seto, Soup und der andere Herrada. Dann Quisati mit Pedro, Nelson Oliveira, Zeitfahrer, der deutsche Zeitfahrer, dann Schlüterin, Carlos Barbero, Fernandez, Prades und Akaris. Also jetzt auch nicht das Beste vom Besten. Ja, wir haben ja auch noch dann Carapaz untereinander. Dann North Peter als Tour de France Etappensieger. Tony Calepin, Dupont, Samuel Dumoulin, Matthias Frank, Alexis Williamont, Duval. Ja, das war es auch schon, eine gute Mannschaft. Halt, Bali fehlt, aber sonst eigentlich ganz gut. Enrico Gasparetto, der Italiener, für Dimension Data, Lars Mietin Back, Bernhard Eisel, Dominik Wüst, oder ich glaube, ich weiß nicht, ob er Dominik heißt, Fermod, Julian, Janse van Rensburg, welcher ist es? Der Sprinter, ja, der Sprinter, dann ist es, glaube ich, Reinhard, oder, ich weiß es nicht, Reinhard, es gab ja Reinhard und einer, der eher fürs Gebirge war Ryan Gibbons, der oft sehr vieles gewinnt hier im PCM. Und das war's dann schon dann. Burgos BA mit Miguel Amscubera, Lopez, Cabedo, Nitri, Palma, Trazzo, wahrscheinlich der Beste hier, aus dem Inno Zaccari, führt die Mannschaft von Katrusha Albezina an, genau. Mats Würz-Schmidt,
Rick Zabel, der Sohn, ich weiß nicht, von Erik Zabel, Nils Pollitt, Ruben Guerrero, Jens der Bischere, Nelson Haas und halt, ja, Ivo Zagarin. Eine gute Mannschaft, aber ich denke, für Skip Lübe keinen dabei. Ivo Zagarin wird im Endeffekt auch keine Chance haben. Komm, die können noch mal hinter uns sein. Ja, das sind sie auch, aber auch deutlich, deutlich hinter uns. Dann, gute Zeit. Dritter Platz, 70 Sekunden Rückstand von Team Katusha abziehen jetzt. Wie heißt er nochmal? Equipo Escardi mit den Belarussen Zyhonur Martin, auch ein weiterer Martin, ein Spanier, Justarinski, Alonso, Arbo, wir haben auch ein Arbo, nicht verwechseln, und Cuadrado. Dann diese spanische, ne? Escardi, Basque Country, Murias, gerade Sanz, Ascari, González, Viejo, Rodriguez und Breit, Bleitberg, der Sprinter, ne? Und die Colin Felsclub kommt jetzt angerast, da machen wir kurz mal Pause. So, den haben die denn dabei? Philipp Gilbert natürlich, Kaspar Askren, Remy Cavagnaro, Zeitfahrer, Tim Geister, glaube ich, Leclerc, Fabio Axel, Altsprinter, Jungles, Phil Hügel und Seneschal. Flo, ja, Seneschal noch dazu. So, als nächstes kommt Team Jumbo Wismar mit Kim Bowman, Janin, Toll Hawk, Laurent Zeplus, Toni Martin, Martens und George Bennett. Jetzt auch nicht das Beste, was sie haben, aber eine gute Mannschaft. Vor allem auch Bennett hat wahrscheinlich der Kapitän. So, das ist ein genaues Zirkus. Genau, und die Gruppe haben wir noch. Otgar Eiking, ein guter Puncher. Julio Martin für Gesamtwertung. Ja, ich dachte, Raimo Krederer ist jemand anders. So. Dann Kometa hießen sie, glaube ich. Ein Drittligateam. Ganzoli, Carton, Lopez, den habe ich schon mal was gehört. Aber von dem Rest jetzt nicht. Ist auch so unwichtig. So, Tim Valence für Lotto Sudal, Merz, Verändert, Hansen, Koike, Lehre, Sander, Armee und Valais. Dann Bora Hansgrohe mit Cesare Band, die ja von Anfang an dabei. Christoph Pfingsten, ich glaube auch von Anfang an dabei, oder was Schillinger, ich weiß nicht mehr ganz. Dann Gregor Mühlberger, Davide Formolo, Maciej Botner, der Zeitfahrer, Daniel aus wahrscheinlich für die Sprints, und Juraj Sagan, also nicht Peter Sagan. 9. Platz, 28 Sekunden Rückstand, und das war es dann auch schon. Also, damit haben wir folgendes Ergebnis. EF Education First gewinnt für heute Conny Quickstep 10 Sekunden, dann ISO Recycling Academy, Team Katusha Alpecin, Bahrain, Movistar, Jumbo Visma, Agile La Mondial, Bronze Rose und Team Dimension Data. In der Gesamtwertung Tyler Finney, dann die ganzen Education First Fahrer und dann Conny Quickstep. Nachwuchswerbung, Wertung nicht Education First, haben keinen dabei, aber es ist Kaspar Askren, Cavagna Fabio Jakobsen, dann halt von Conny Quickstep und es ist noch sehr nach Teams sortiert, Teamwertung, das ertappten Ergebnis. Könnt ihr Pause machen, wenn euch das so brennend interessiert. Lustig, dass da auch nur einer steht. Und dann wollen wir auch mal gucken, wo wir gelandet sind, ne? Vorletzter und bei dir, ei Gott, verliert 3 Minuten 21. Da habe ich nicht aufgepasst. Das geht ganz allein auf mein Konto. Bergwertung gibt es noch eins, Schwimmwertung auch noch nicht. Sehr schön. So, wir haben ein paar neue E-Mails, also Wildcard Paris-Roubaix. Ist hier beantragt. Gut, das ist mein Lieblingsrennen übrigens. Können wir löschen. Flandern-Klassik, teilnehmende Teams. Corridon Cycles gibt eins. Toyota Alerik Energie, Wanty Group, Topspot Flandern. Ich finde dieses Top so cool. Balloni Brussels, Vital Concept und Homeport Charles. Dann bei der Welter haben wir andere. Topspot für einen Rally UHC Cycling, Montono Posta Bonn, Israel Cycling Academy, Euskadi Basket County, Murias und Cara Roal und Boris BH. Ich denke, es werden schon die spanischen Teams welche kriegen. So, die Zukunft von Kuruma Festin Simple.
Er wird sich zurückziehen. Man wird den Vertrag nicht verlängern. Können wir schon irgendwas machen eigentlich? Verhandlungen ausrüstern? Nee, das ist nicht. Nee, noch nicht. 31. Juli. Komm, Rennen, Grand Prix de Marseille oder von Marseille, irgendwas. Tadej Pogacar für UAE, vor Krill, Cloutier, Tel Concept und Alexis Williamont, Agel de la Mondial. Ja, das haben wir uns schon angeschaut. Wir kriegen insgesamt 320 Euro. Das haben wir uns auch schon angeschaut. Wir kriegen bei der Herald Sun Race 2020 Euro. Bei der Ergebnisse Rosa van Oranje gewinnt die letzte Etappe Caleb Ewan. Der Gesamtwertung Egan Bernal für Chris Froome, Sieg Kurzweil. Und der Julian Juan Julien am Squatter ist unzufrieden mit seiner Training. Ja, er will lieber bahnbrechend. Haben wir da noch einen Platz? Ja, haben wir Glück gehabt für ihn, so, dann können wir die immer auch. Ja, ist noch weiter. Gut, Wildcard, San Remo, ja. Finanzübersicht, wir haben im Moment einen Kontostand von 81.000, das war noch nicht 91.000. Jetzt haben wir 94.000, das sind halt von San Luis und Mallorca Rundfahrt noch nicht dabei. Gut, ich sage. Tschüss, bis denne.